Ein Spitzenspiel jagt das nächste für die Kickers Offenbach. Nach dem Unentschieden gegen Steinbach unter der Woche ist der OFC heute zu Gast beim Tabellenführer SC Freiburg 2. Das Duell der beiden einzigen noch ungeschlagenen Mannschaften der Regionalliga Südwest. Leider ohne Topspielatmosphäre, weil im Mösle-Stadion offiziell keine Zuschauer zugelassen sind. Und die Kickers heute in Mintgrün sind direkt defensiv gefordert. Die Freiburger zuletzt mit 3 Siegen in Folge spielen selbstbewusst nach vorne. Gute Viertelstunde rum, Yannick Keitel mit einem ersten Warnschuss. Nur eine Minute später dann auch die erste Offenbacher Offensivaktion. Boyai behauptet den Ball, Fetsch mit gefährlicher Hereingabe, aber ohne Abnehmer. Doch die Kickers insgesamt sehr defensiv, lauern auf Umschaltmöglichkeiten und überlassen den jungen Freiburgern den Ball. Die wissen, was damit anzufangen. Lino Tempelmann marschiert einfach durch. Nishan Burkhardt 1:0. Die verdiente Führung für die Breisgauer nach 27 Minuten. U20-Nationalspieler Tempelmann lässt Davo Tuma, der für den gesperrten Marcos als Linksverteidiger spielt, und Karpstein ganz alt aussehen. Und der Schweizer Burkhardt muss für sein 4. Saisontor nur noch den Fuß hinhalten. Nur 2 Minuten später, Freistoß für den Spitzenreiter. Der kommt gefährlich, aber Pieringer verpasst. Der Top-Torjäger der Liga einen Schritt zu spät. Aber weiter nur das Team von Christian Preußer. Der lange Ball, gut abgelegt und dann geht's schnell. Sauberes, direktes Spiel. Wieder Pieringer und Flauder. Der Kickers-Kapitän sieht kurz darauf schon den nächsten Angriff auf sich zurollen. Hermann über die linke Seite, tankt sich durch und dann mit guter Flanke wieder Pieringer und wieder Flauder. Der OFC schafft es in dieser Phase kaum, mal für Entlastung zu sorgen und bekommt die Freiburger Offensive überhaupt nicht in den Griff. Noah Weishaupt, nur Flauder passt auf. Kurz vor der Pause dann mal wieder ein Offenbacher Angriff. Tuma mit doppeltem Doppelpass. Setzt sich bis zur Grundlinie durch, Fetsch in der Mitte und plötzlich steht's 1:1. Völlig unerwartet der Ausgleich. Davo Tuma fühlt sich offensiv deutlich wohler als in der Defensive und hat das Auge für Matthias Fetsch. Der ist am Mittwoch 32 geworden und beschenkt sich hier nachträglich selbst mit seinem 5. Saisontor und dem 1:1 Halbzeitstand. Die zweite Hälfte und der Sportclub spielt direkt wieder nach vorne. Sildilia setzt sich dagegen 2 durch, Flauder ist dran, Burkhardt und Calabrese. Wichtige Rettungstat von Francesco Calabrese, sonst hätte hier Burkhardt wohl zum 2. Mal getroffen. Offenbach kommt dann aber besser ins Spiel und hat nach einer Stunde die erste Ecke. Tunay Dennis ganz frech, aber ohne Erfolg. Doch die Kickers sind jetzt besser und kombinieren auch mal. Das ist Boyai gegen Flum und Schiedsrichter Lukas Heim entscheidet auf Freistoß und Rot gegen Johannes Flum. Aber aus meiner Sicht ist das falsch. Der Kapitän der Freiburger U23 mit der Erfahrung aus über 130 Erstligaspielen ist vor Boyai am Ball und spitzelt ihn weg. Doch die Entscheidung steht. Den Freistoß übernimmt Tunay Dennis. Wunderschön. Perfekt geschossen. Fetsch duckt sich weg und dann schlägt's mal so richtig ein. Spiel gedreht. 10 Minuten noch und weiter Offenbach. Serkan Firat mit ganz viel Platz und dem Blick für Matthias Fetsch. In der aktuellen Form macht er den doch eigentlich. So steht's weiter 2:1 und Freiburg kommt nochmal über die rechte Seite. Davo Tuma hat was dagegen, aber kommt zu spät. Gelb vorbelastet bedeutet das Gelb-Rot. Ausgerechnet Tuma. Nach Markus muss nun auch sein heutiger Stellvertreter vorzeitig runter. Mit 10 gegen 10 geht's in die letzten 5 Minuten. Der OFC lauert auf Konter. Jakob Lemmer ist alleine durch und schießt vorbei. Der 20-Jährige lässt das 3:1 und damit die Entscheidung liegen. Und dann muss er ganz schnell zurück. Denn Niklas Tiede treibt das Spiel schon wieder von hinten an. Die letzte Minute läuft und Freiburg will unbedingt noch den Ausgleich. Der lange Ball kommt hoch und weit in den Offenbacher Strafraum. Weishaupt, Lemmer ist da, aber zu spät. 11 Meter. Bitter für den jungen Lemmer.
Für Sobotka gekommen, vergibt er erst den Siegtreffer. Und keine 30 Sekunden später bietet er dem SC die Möglichkeit zum Ausgleich. Jannik Keitel übernimmt 2:2. Der deutsche U21-Nationalspieler mit dem Selbstvertrauen aus 4 Profi-Einsätzen für Freiburg. Ganz sicher verwandelt. Dabei bleibt's. 2:2 unentschieden im Breisgau. Beide Teams damit weiter ungeschlagen. Die Schlussminuten ärgerlich für den OFC, aber mit Blick aufs gesamte Spiel eine gerechte Punkteteilung. Offenbach ist jetzt 6. Daran kann das Team von Angelo Barletta aber schon am Freitagabend etwas ändern. Denn dann kommt mit dem FC Bayern Alzenau der Tabellenvierte zum nächsten Spitzenspiel auf den Biberer Berg.